Hallo zusammen, Naya3007 hier. Das ist jetzt mal ein Haul-Video, denn ich war heute in München beim Einkaufen. Ich bin mit dem Zug hochgefahren, denn ich finde, für einmal einkaufen ist es von uns aus mit dem Zug einfach praktischer. Muss man sich nicht lange einen Parkplatz suchen und ist ziemlich im Zentrum von München dann gleich. Vom Bahnhof sind es noch 5 Minuten oder was mit der S-Bahn und da ist man auch schon am Marienplatz im Zentrum von München drin. Da habe ich mir dann auch halt erstmal eine Kleinigkeit zu essen besorgt und dann ging es los mit der Einkaufstour. Natürlich, wie soll es für eine Leseratte anders sein? Erste Station Hugendubel. Und da habe ich gleich eine schlimme Nachricht an alle, die den Münchner Hugendubel am Marienplatz kennen. Anscheinend soll der Ende des Jahres zugemacht werden. Weil es Ärger mit der Miete gibt, habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört. Ich hoffe, dass die dann noch irgendwo anders wieder eine große Filiale aufmachen. Denn die haben da so eine riesen Auswahl im Hugendubel am Marienplatz, das wäre echt schade, wenn es das nicht mehr gäbe in der Form. Naja. Aber ich habe mir jedenfalls drei Bücher besorgt beim Hugendubel. Zum einen hier, ein Knödel zu viel. Kommissar Robert Meyer steht vor einer Herausforderung. In seinem Allgäuer Heimatort wurde ein Toter gefunden. Das Schlimme daran, ein Preuße, gestorben an einer vergifteten Portion Schupfnudeln. Als sich ein Zusammenhang mit einem Mord am Niederrhein auftut, bleibt Robert Meyer nichts anderes übrig, als mit den Gladbacher Kollegen zusammenzuarbeiten, für die das Allgäu Bayern ist und die Borussia die beste Fußballmannschaft der Welt. Das Buch hat 419 Seiten, bin schon gespannt darauf. Dann habe ich mir ein Sachbuch geholt, das mich schon länger mal angelacht hat. Astrid Brandl, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Geschichten von einer furchtlosen Landärztin. Da habe ich jetzt auf der Heimfahrt schon reingelesen, es ist richtig unterhaltsam und lustig geschrieben. Wie sie da ihre Erlebnisse immer schildert. Und dann hier noch ein ordentlicher Klopper. Laichrevier. Ein Krimi, der zum Passauer Jahrhunderthochwasser des letzten Jahres spielt. Ich habe bereits mal Und dann kam das Wasser gelesen, der auch rund um diese Katastrophenflut letzten Jahres spielt. Und bin jetzt auf dieses Buch schon sehr gespannt. Das Buch hat 413 Seiten. Also Lesestoff habe ich einiges jetzt hier. Demnächst kommen ja von meinem Verlag auch noch ein paar Rezensionsexemplare. Also ich habe mehr als genug zu lesen momentan. Ist ja auch gut, weil ich habe jetzt noch die ganze Woche Urlaub. Dann ging meine Einkaufstour am Viktualienmarkt weiter in München. Da habe ich mir unter anderem hier getrocknete Mangos und Cashewkerne besorgt. Noch ein paar andere Trockenfrüchte. Ich liebe es übrigens, über den Münchner Viktualienmarkt zu schlendern, denn da riecht es an einem Eck besser wie am anderen. Und dann war ich noch bei Kaufhof, meine ich was, Galeria Kaufhof, und habe mir dort ein großes neues Badetuch gekauft. Und am Marienplatz habe ich was Lustiges gesehen. Ich habe hier ein Foto, ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Ich habe im ersten Moment gedacht, der Kerl ist wirklich so klein. Aber das täuscht, denn auf einmal ist die ganze Kiste unten mit spazieren gegangen. Der hat seine richtigen Füße quasi da unten in der Kiste versteckt. Wie gesagt, ich bin ihm am Anfang drauf reingefallen. Ich bin dann nach 2-3 Stunden auch schon wieder heimgefahren, weil die Hitze war einfach brutal in München. Und wie ich dann zu Hause aus dem klimatisierten Zug ausgestiegen bin, habe ich erstmal gedacht, ich renne gegen eine Wand. Boah. Ich habe jetzt vorher mal aufs Thermometer geschaut. Hier in meinem Appartement habe ich momentan 23 Grad. Boah. Draußen sind es wahrscheinlich jetzt schon wieder über 30. Aber es sollen bald gewaltige Hitzegewitter kommen.
in Nordrhein-Westfalen hat ja schon gewettet wie nochmal was. Ich werde euch einen Link unter dieses Video setzen, denn ich habe bei NRW bei 18 gesehen, er hat auf ein Video aufgenommen, wie das Unwetter in Düsseldorf, was da los war. Wie gesagt, den Link setze ich unter dieses Video. Und das sollte jetzt auch gewesen sein mit diesem Haul. Also, wir sehen uns dann bald mal wieder. Meier 3007.